Okay, alles klar. Ich bin ein bisschen entsetzt gerade. Nein, das Spiel, Intro-Trailer sieht ja mega aus. Also ganz ehrlich, so ein bisschen mal was anderes. Ja? Aber auch das wird mir passieren, da bin ich mir sicher. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo der Rest der Truppe ist. Mal schauen, wo die gerade abgeblieben sind. So, Hallöchen! Ihr verarscht mich doch gerade. Warte, hallo, servus. Hallo Party, hallo Kobolu. Mensch, der kam ja früh. Was? Sie sind sehr früh. Ich war hier noch am Erzählen, hab noch von meinen ganzen Erfahrungen berichtet, die ich schon in Icarus machen durfte. Erfahrung? Auf einmal bist du schon da. Ja, Freut mich. Wir müssen uns jetzt erstmal zurechtfinden. Wie kommen wir denn überhaupt zusammen? Das ist jetzt erstmal die erste Frage. Wahrscheinlich muss ich auf Spielen drücken. Erstmal auf Spielen drücken und dann kannst du, glaube ich, erstmal einen Charakter erstellen. Oh, da werden wir die nächsten 5 Stunden drin verbringen. Nee, der ist ganz simpel gehalten. Das sagst du jetzt so, ja? Der ist wirklich simpel gehalten. Es gibt keinen roten Anzug. Weil sonst könnte es sicher sein, dass ich jetzt noch nicht fertig wäre. Cold Blue hat bestimmt einen blauen Anzug, ja? Wahrscheinlich den Fallout-Anzug mit Gelb, oder? Nee, okay. Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Ich nehme den Orange, der kommt rot am nächsten. Ich glaube, ich wäre kein hübscher Charakter. Ich weiß nicht, was ihr da genommen habt. Aber ich glaube, ich werde äußerst anders. Ja? Ja. Anders. Ich fühle das, dass ich... Oh, mit Narbe, komm. Natürlich. Wie, man kann nur so ein 3-Tage-Bart machen? Ja, ich habe mir auch gedacht, das ist kein Vollbart. Dafür, dass du auf einem fremden Planeten bist. Jahrelang bist du da durch die Prärie geschippert, ja. Und dann kannst du noch nicht mal einen Bart wachsen lassen. Jetzt gerade, da hat sich meine Grafikkarte definitiv einmal eingependelt. Ich hoffe, es bleibt so. Ansonsten darf ich morgen operieren. Oh, der Patient wieder auf dem Tisch. Der OP-Wert, ja. So eine leichte Gesichtsbräune nehme ich auf jeden Fall mit, ja. Oh ja, das nehme ich auch. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Logo ist, aber ich nehme es auf jeden Fall. Ich hab die Farben gar nicht gesehen. Ja, du musst runterscrollen. Hast du noch nicht gesehen, dass man das scrollen kann? Nee, habe ich nicht geachtet. Sehr gut. Zwerg. Ich nehme mich einfach Zwerg. Kann ich das so machen? Ja, bestimmt, oder? Tatanzwerg. Mit der weißen Mütze. Mit der weißen... Ist gut, ne? Warum habe ich denn jetzt so einen anderen Anzug an? Ich wollte das gar nicht. Den haben wir auch. Den Pyjama haben wir alle an, ja. Wir machen jetzt Außenposten, nehme ich an, oder? Nee. Oder willst du nur bauen? Also ich glaube, man muss so. Ja in der Story weiterkommen. Ah, okay. Um Rezepte und das Ganze freizuschalten. Ich verstehe. Alter. Okay, im ersten Moment sah der Tech Tree jetzt noch größer aus, als er jetzt ist, aber okay. Alles klar, also müssen wir quasi neues Schürfgebiet machen. Sehe ich das richtig? Das Lin, moin. Richtig. Geil. So habe ich es verstanden, ja. Okay, ich probiere das jetzt mal aus. Mal gucken, ob ihr mir beihüpfen könnt. Missionsauswahl, die erste. Welcome to Icarus, friend. UDA says we gotta drop you in a safe, well-mapped zone your first time down. Aber warte mal, wie kommt ihr da jetzt rein? Du kannst normalerweise einstellen, dass wenn du auf Schiffgebiet beanspruchen drückst, ja? Kannst du einstellen, dass du entweder alleine spielst oder dass Freunde deiner Party joinen dürfen. Ah ja. Ist ja geil. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich meine, ich schneide für dich seit 1,5 Jahren Videos. So ist richtig. So, warte. Ich mach das jetzt mal und dann gucken wir jetzt einfach mal. Ich hab natürlich nichts zu mitnehmen. Was soll ich? Nein, ja, ich will das. Erzählt mir irgendwelche Geschichten. Nur Freunde? Privat. Ah ja. Ja.
Okay, ich habe das gemacht. There's a way to go before you head out hunting for exotics. Right now, it's about learning to survive. Okay, hier passieren Dinge. Holy moly, was ist jetzt los? Zwerg, könntest du dich vielleicht auf Steam online stellen? Das könnte nämlich auch ein Grund sein, warum wir dir nicht beitreten können. Oh, warte, mach ich gleich. Ich muss bloß hier gerade irgendwas... Oh, oh. Ja, Moment. Welcome to Icarus, friend. Looks like your first time down here. Call me Saul. Looks like paradise. But don't be fooled. The air is poison. Wildlife's out to kill you. Guter Weichelandung. And the weather's like nothing you've ever seen. Steig doch da nicht aus, bist du bescheuert? So, herzlich willkommen, ja? Wie kann ich die Tür zumachen? And drop with nothing. Cause you could. Well, UDA wants you to show you understand the basics. Before they send you anywhere really dangerous. So get acquainted, then head back up when you're ready. Best of luck, friend. Stay safe. Okay, herzlich willkommen zum Kapselsimulator. Wir machen jetzt hier die Tür zu und dann bleiben wir hier drin, bis sie uns wieder raufholen. Ja? Ich dachte, das Spielprinzip funktioniert so. Wie beitreten, ja. Ja, geht. Sehr nice. Müsste funktionieren. Oh, das ist schön, wunderhübsch. Huch. Ich stehe ja immer noch da. Ey, das funktioniert schon gut. Okay, dann gehen wir halt mal los. Hier, Stöckchen. Kommt, landet ihr jetzt bei mir oder wie schaut es bei euch aus? Landen in deiner näheren Umgebung. Wie nähere Umgebung? Moment. Ja, vielleicht laden wir auch direkt auf dir. Das könnte auch so passieren. Will ich das nicht, ja. Das war nicht so vereinbart. Ich nehme mal Stöckchen mit, bis hier was passiert. Oh! Da kommt was von oben, Feuerball. Ja, du siehst noch einer. Hier, guck mal. Du siehst und hörst, wenn wir kommen. Ja, ich höre es gerade. Wer ist denn der Erste? Sicher Code Blue. Du wieder, weißt du? Der hat er wieder extra Gas gegeben. Eingetreten. Muss nicht abwarten. Oder zwei. Oh, warte mal, der kommt näher. Also. Ach, wie geil! Oh, wie cool das aussieht, einfach nur. Sehr nice. Ey, das ist schon richtig gut. Oh, wow, health low. Warum bin ich denn... Mo. Wie jetzt? Ich bin fast tot. Ja, weil du wieder zu schnell runter wolltest. Ich weiß es doch. So, kann ich jetzt deine Kapsel abbauen und ein nützliches umbauen? Großartig. Ich glaub, hat dieses Landungskugel ist auf mir gelandet. Hör mal kurz, das sind Stöckchen am Boden. Mach doch mal deine Kapseln da weg. Ich muss an die Stöcker ran. So. Hallöchen erstmal. Hier, das ist mein wunderhübsches Schürfgebiet. Servus, servus. Hallo. So, das Erste, was wir machen, wenn wir auf einer fremden Welt sind, erstmal die Natur komplett zerstören. Ja? Das ist unser Auftrag. So. Wie kann ich denn jetzt hier Dinge machen? Herstellung. Guck mal, was brauche ich denn da? Steine brauche ich noch. Okay, alles klar. Steine... Die ersten Missionen sind eher so Tutorial. Echt? Es dauert ein wenig. Die ersten fünf sind, glaube ich, wirklich so eher das Spiel einmal kennenlernen. So wie du immer links jetzt einmal siehst bei Aufklärung Waldzone und dann könnten wir rein theoretisch schon wieder abbauen. Okay, dann werden wir auch machen. Wir haben ja viel vor heute. Wir müssen Schürfgebiete ohne Ende zerlegen. Ne? Also, das ist ja, ist ja unser Auftrag, habe ich gehört. So, warte mal kurz. Info. Kann ich irgendwie schnell auf Herstellung gehen? Code Blue, wie funktioniert das Spiel? Ja, du immer Tab drücken. Immer Tab drücken. Ah, okay, ja, mit Tab komme ich da auch rein. Da ich ja nicht wusste, dass wir ja die Farbe ändern können, habe ich auch gleichzeitig mein Geschlecht geändert. Ich fand das nicht so cool. So, pass auf. Also wir müssen jetzt hier nichts aufbauen, also keine Base oder sowas, ne? Weil wir ja eh nicht lange hier sind. Wir sind ja nur 6 Tage irgendwie da. Oder müssen wir schon irgendwie eine Art Unterschlupf uns dann wirtschaften? Also,
Also ich glaube, die erste Mission jetzt einmal nicht, weil das die ersten sind wir relativ schnell wieder vom Planeten nach unten. Aber es gibt ja natürlich noch auch Aufträge. Auch du bist der Großteil 6 Tage auf dem Planeten. Es gibt Fahrt auch mit 23 oder 30 Tagen. Okay, cool. Aber diese Erkundungsmission bist du meistens so 6 Tage, aber es gibt natürlich welche, wo du fast die gesamte Map erkundest und dann solltest du von eine Base bauen. Okay, das ich liebe es. Ja, ich meine, ich finde für die Idee, die dahinter steckt, finde ich jetzt schon sehr geil. Weil das ja ein bisschen modularer auch funktioniert. Ja, und zu bedenken ist halt, diese, wo wir jetzt sind, diese kleinen Missionen, brauchen wir nicht schön kreativ sein beim Basebau. Okay. Sondern wirklich nur funktional. Kreativ und das Ganze können wir nachher sein im Außenpostenmodus. Okay, genau, Außenpostenmodus, das ist die nächste Baustelle dann. Ja, die dauert aber noch, also dass sie einen Sinn hat, das dauert noch. Okay. Aber könnten wir denn auch auf den Außenposten quasi uns einen einrichten und dann immer wieder stetig weiterbauen? Wisst ihr das? Ich glaube, so funktioniert der Außenposten, wenn es mich nicht täuscht. Ah, okay, also du machst jetzt hier so Missionen, um dich zu verbessern und gehst immer zum oder kehrst zum Außenposten immer wieder zurück quasi, um dort dann eine richtig geile Base zu bauen. Ob so, wenn es wahr ist, habe ich es auch so verstanden, dass das so läuft. Und ich glaube, den Außenposten können auch nachher Spieler generell besuchen. Ach cool! Ja, steht nachher. Ich glaube, das ist nachher so ein persistenter Punkt. Sonst werden ja die Basen alle vernichtet. Ja, eben, deswegen, das war jetzt nämlich meine Befürchtung gerade. Aber das ist ja mega nice. Also, ich finde find dieses Mischsystem tatsächlich ganz cool. Ja. Und Fun Fact: Das ist der Entwickler von DC. Also, der, was DC erfunden hat. Nicht der. Nicht der. Nicht, der es jetzt weiter fortgeführt hat, nicht der. Ja, ja. Der Urentwickler. Rocket. Genau. Ich bin mittlerweile hier. Oh, kann ich das abrufen? Ja? Ach nee, warte mal, trinken. Hier kommt man ins Crafting-Menü. Oh, warte mal, aus dem Fluss trinken ist bestimmt eine geile Idee, oder? Funktioniert ganz gut. Ja. Wie ist denn das so mit dem. Wie ist denn das so danach, Cold Blue, wenn du das jetzt schon öfter gemacht hast? Wie ist danach so dein Befinden, wenn du jetzt öfter mal aus dem Fluss getrunken hast oder aus dem Seechen? Ja? Ist danach Code Brown oder wie schaut's bei dir so aus? Also absolut nein, also das ist ja ein absolut, ja, wie soll man sagen, ne? Der See ist ja rein, ne? Also da hinten ist gerade ein Hirsch reingelatscht. Irgendwem? Ich habe das genau gesehen, wie der Hirsch da reingepupst hat, ja? Das kann man mir doch nicht erzählen, dass der See sauber ist. Also ich habe auch gerade mein Geschäft erledigt nach diesem... Ich habe irgendein Oxid gefunden. Endlich kann ich mir wieder was machen hier. So. Also Zwergoxid ist definitiv dein Freund auf diesem Planeten. Geil. Weil wie du gemerkt hast, haben wir alle einen Helm auf, ja, weil die gesehen. Atmosphäre hier nicht zum Atmen ist. Achso, ich dachte, es liegt einfach an unserer Verwahrlosung in den Kapseln. Bitte frage nicht, wieso die Tiere hier ohne Helm herumlaufen. Achso. So, warte mal, ich verliere irgendwie gerade, ich bin hier voll im Lootrausch, ja, und weiß gar nicht mehr, wo ihr seid. Wo seid ihr denn überhaupt? Das kannst du M für Map drücken und dann müsstest du uns auf der Karte sehen. Ach Quatsch! Also okay, cool. Also ich bin hier. Und kann man da auch... Warte mal. Ah, okay, alles klar. Und kann ich da umschalten? Oh, ich kann da umschalten. Nee, nichts! Code Blue, was soll das? Was macht ihr hier schon wieder? Code Blass? Wieso das denn jetzt? Nein, ich sterbe. Wieso? Ich hab mit meiner Steinspitzhacke auf seinen Helm gehauen. So viel zu einer fortgeschrittenen Raumfahrernation. Ja, so fast davon. Partybert! So, okay, unser Auftrag ist jetzt links quasi. Wir sollen jetzt hier so ein bisschen Sachen machen, ne? Also wir sollen einen Schlafsack bauen, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, du lernst du im Großen und Ganzen, wie schon gesagt, die Grunddinger. Kannst du relativ schnell erlegen, du kannst auch jagen und sammeln herstellen, glaube ich, relativ schnell mit einem, indem du einfach einen Fisch fangst. Ich habe ganz viel Zeug mittlerweile. Ah ja, und ich glaube, ein Haus müssen wir dennoch bauen, aber das reicht ja so eine Foundation, 4 Wände und dann. Ja, ich mache jetzt keine Doktorarbeit raus, ne? Wenn ich weiß, dass wir eh hier wieder weg wollen. Müssen sollen. Warte mal kurz, da ist noch Oxid. Nehme ich mit. Oxid ist mein Freund. Behalten wir die Sachen, die wir hier looten?
Nicht alles. Es gibt Dinge, also Materialien zum Beispiel solltest du mitnehmen, gewisse. Ja. Es gibt hier auch seltene Metalle und die kannst du nachher oben verticken für ganz spezielle Sachen. Du kannst ja moderne, also richtig moderne Sachen quasi kaufst du nachher auf der Station. Okay, alles klar. Okay. Ich bin interessiert. Und die Sachen kannst du nachher immer von der Station mitnehmen und die kannst du aber auch vom Planeten wieder nach oben in die Station nehmen. Ganz wichtig, da darfst du nie vergessen, weil wenn du das nach unten liegen lässt, ist futsch. Okay. Das ist weg. Aber du kannst nichts, was du hier unten craftest, kannst du nicht mit nach oben nehmen. Okay. Weil es kontaminiert ist. Was ist denn jetzt? Ah! Huch! Lu! Töte es! Den Wolf! Hau drauf! Wo ist eigentlich dieser Partybär? Ich hab mir erwischt! Ja, warte, kann ich dich. Warte mal, Moment! Kann ich. Die ist jetzt dahin. Ich hab Cold Blue wieder. Warum hast du eigentlich einen Hasen? Das ist ein. Entschuldigung. Haben Sie hier nach einem Hasen gefragt? Also, das ist auch eher ein falscher Hase. Dem Hase geht's nicht mehr so gut. Wie das aussieht, ey. Also, ich weiß nicht, was du meinst, ja? Also, ich verstehe die Frage nicht. Da liegt jetzt eine Stoffrüstung für sie. Sieht auch sehr gut aus. Ja, wobei, Hotte, hier ist es nicht so verkehrt, wenn du alles sammelst. Oh, du benötigst ja den Loot. Ich will den Loot. Ich spüre... Warte mal, was kann ich denn da jetzt machen? Hier, Lagerfeuer ist doch bestimmt eine nicht so doofe Idee, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Ah! Kublu! Nein! Moment! Hundi! Ich will nur einen Todeskampf machen. Alter! Oh, Partybert! Können wir mal ganz kurz uns über das Getier unterhalten hier? Ich glaube, wir sind hier in einer wenig geilen Region unterwegs. Also hier scheint es jetzt gerade wohl nicht so nett zu sein. Meinst du, das Getier ist aggressiv? Ich fürchte... Ich habe eine Spitzhacke, ich habe eine zweite produziert, die brauche ich aber nicht. Mal kurz, ich forsch mal gerade ein Messer, weil ich habe irgendwie Hunger auf Wolf heute Abend. Achso, ich hätte euch Messer produzieren auch können. Ich hab's schon. So, jetzt hier. Okay. Erstmal hier ordentlich, weißt schon. Ha! Erstmal Steg nehmen. So, was ist hier noch? Nehm ich auch mit. Klar, Knochen. Easy. Ich geh mal los hier. Mir ist das irgendwie gerade ein bisschen zu wild mit dem Getier. Parzibert, also ich fühle mich nicht bereit für das. Nicht? Also ich fühle mich schon bereit. Ja, du bist wieder überbereit, ja? Also es ist ja unglaublich. So. Ich habe das Spiel noch nie gespielt und... Ja, ich merke schon. Parzi nimmt carried uns jetzt komplett durch, ne? Ich warte mal, ich loot hier. Man merkt halt, ich spiele ein wenig Survival Games. Ab und an. Oh Gott, ich hab keine Pfeile mehr. So, ich baue jetzt hier einfach... Ich will hier mal Haus bauen. Ich habe noch nie ein Haus gebaut. Also ich möchte das jetzt gerne mal machen. Wie mache ich das? Wahrscheinlich muss ich erst die Rezepte lernen, oder? Ja, ich glaube, wir können noch nicht. Also, wenn, dann sollte jetzt einer sich auf Hausbau spezialisieren, dass ihm jeder diese Missionen abhacken kann. Okay, warte. Oxidator, das wird mir mit Sicherheit auch wichtig werden. Wieso hat er mir die Mission jetzt nicht genommen? Mit Jagen, Sammeln, Herstellen. Was kann ich hier noch machen? Hat der einer schon Lagerfeuer erforscht? Und ich hab schon gemacht, ja. Also, ich habe ein Lagerfeuer erforscht und eins schon theoretisch platziert. Also, warte. Ich baue jetzt mal hier so ein schön am See gelegen. Das ist doch ganz nett hier eigentlich. Da läuft hier ab und zu ein Tier rum. Ist doch auch schön. Ich baue mal hier ein Lagerfeuer. So. Wo bist du schon wieder, Zwerg? Hinter mir. Oh, ich kann was. Warte mal, ich kann da was essen. Ah, Brennstoff, warte. Ja, vielleicht müssen wir was zum Essen machen, damit die Mission fertig ist. Was kann ich noch machen? Moment, jetzt tue ich da irgendwas rein, oder? So ein Kürbis. Ah! Das mit dem Kürbis hat nicht so gut geklappt, fürchte ich. Wähle ein Rezept. Ja, das da. Naja, Zwergs, darf ich dir was Cooles zeigen? Ich kann glaube ich nicht mehr. Scheiße. Wie geht das? Wie kann ich das jetzt da reinschmeißen? Hier wahrscheinlich vielleicht, oder? Ah! Aber es wäre auch vielleicht cool, wenn wir wirklich vielleicht doch ein bisschen länger hier bleiben und die Zeit hier nutzen, um uns eventuell ein paar Talentpunkte zu holen. Das Weil jetzt haben wir doch die Schonfrist. Ich liebe Schonfrist, wenn du das so sagst. Ich bin schon zweimal draufgegangen. Ich habe ja, dich jedes Mal wiederbelebt. Da ist nichts passiert.
Steuerung, Klick. Blackwing, guten Abend. So, sorry, Freunde, ich bin gerade voll konzentriert. Ich bin guter Dinge, dass ich das jetzt halbwegs gleich kapieren werde, wie das funktioniert. Aber das Feuerchen brennt schon schön für Code Blue auch, ne? Damit er sich mal wärmen Wie kann. Wolf. Was? Da seid ihr, oh mein Gott. So, ich mache hier mal ein bisschen die Botanik kaputt. Hallo Norika, wunderschön. So, ich habe ja ein bisschen was geforscht jetzt. Ich muss bloß rausfinden, wie ich das hier schön bauen kann, damit ich hier jetzt schöner wohnen kann mit euch, ne? Also, das ist ja unser Auftrag. Zwerg ist eigentlich die Cut bei dir geändert. Was ist bei mir geändert? Die Kategorie. Ja. Ja. Okay, passt. Ich habe Kakao gefunden. Was kann ich mit Kakao machen? Kann ich das hier auch schön machen? Ich glaube, damit kannst du noch nichts anfangen. Das dauert noch. Sauerei. Knochen ist bestimmt ganz nett. Fell haben wir auch. Ich brauche eine Lagerkiste. Ich habe viel zu viel Stuff. Ach, guck mal, das Brett hier. Ja. Okay, hat sie jetzt schnell rausgefunden. Okay, warte. Okay, und wie? Ah, verstehe. Steine fehlen also noch. Na gut, das liegt ja hier rum, ne? Das Glück liegt auf der Straße, meine Lieben. Von wegen zu viel gelootet. So, und wer von euch ist jetzt der Jägersmann? Also ich habe bis dato alles, was mich kann. Okay, ich bin eher so der Bautyp. Das sehe ich mich am meisten. Ich lauf weg. Warum? So. Nicht, dass ich wieder sterbe. Ach, guck mal, Code Blue, nimm doch erstmal ein Stück Schnitzel. Hier liegt doch was. Ja, selbstverständlich. Gönn dir doch mal das Schnitzel. Ja. Moment. So. Ich wollte auch einmal herausfinden, wo ihr seid, ey. Ich habe dich gerade irgendwo in der Ferne gesehen. Ich brauche noch ein bisschen Holz und dann können wir uns eine schöne Kiste machen. Eine Kiste ist doch schon mal ein Anfang. Pass auf, hier, Baum. Okay, das hat besser funktioniert als erwartet. Ist doch gut. Code Blue ist der Jäger- und Sammler-Typ. Ja, das ist sein Leben eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob da noch Restbaum übrig ist, aber ist jetzt erstmal. Pudding ist im Chat immer teuer, Chat. Ja, also, ihr wisst, wie es ist, ne? Man kann nicht einfach so ein Pudding und so. Ach, guck mal. Das sieht ja eigentlich ganz gut hier. So, erstmal was essen. Kleinigkeit essen ist bestimmt nicht schlecht. Und jetzt kann ich hier so eine Kiste bauen. Ich baue mal ein paar Kisten. Okay, das ist halt ein bisschen übertrieben halt, aber ja. Können wir jetzt hier mal so ein paar Sachen, können wir hier schön lagern. Am Stein. Machen wir das mal so. Ich habe keine Ahnung, wie man die Kisten braucht. So. Your fort still holds. Your place in your bed, showing no.